Die Botschaft für dich. Wir schauen heute die Energien. Wir greifen die Energie vom Jetzt, was sie dir bereithalten, auf was du dich vorbereiten kannst, auf was du dich freuen kannst. Tendenzen, Hinweise. Und wir schauen jetzt mal nach. So, einen wundervoll schönen guten Morgen. Und egal zu welcher Uhrzeit du dieses Video anschaust, fühle dich ganz, ganz lieb und fest im Abend. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und alles Gute. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich hier was sagen. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe jetzt eine ganz tolle Aufnahme gemacht. Bloß, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Ne? Also das zum Thema mir. That's me. Das ist es, wie ich. Ja, genau so bin ich ja. Dann schauen wir doch mal. Die Botschaft für dich. Meine Lieben, also, ich habe hier die Botschaft für dich. Hier kann es um ein Kind gehen. Das kann aber auch eine Freundin sein, das Familiäre. Ich habe eine Lösung wird gefunden. Also auch dein Kind zum Beispiel, wenn es total traurig ist, enttäuscht wird, vielleicht irgendwie schlechte Note geschrieben hat, irgendwas klappt nicht oder irgendwo nicht eingeladen wurde, sehe ich schon, dass du die Lösung parat hast. Und ja, das ist auf jeden Fall, es geht unter anderem um dein Kind, muss auch dieses leibliche Kind sein, kann jetzt aber auch sein, dass es ja ein Kind oder eine sehr gute Freundin ist, die eigentlich dir sehr nahe steht. Ne? Hier wird es eine Lösung geben. Ich habe das familiäre ein ganz großes Thema und auch was dich vielleicht enttäuscht hat, worum du dir Sorgen machst, wird sich komplett auflösen, denn es gibt einen Neustart, einen Neubeginn. Na? So, dann habe ich dich auch karrieremäßig, habe ich hier sehr, ja, diesen Karriere, ne? Dass ich ja auch was tut im finanziellen Bereich, was dir immer wieder auch Sorgen bereitet hat. Da habe ich nämlich den beruflichen Aufschwung auch für dich liegen. So, dann haben wir den Aufschwung auch komplett, was die Liebe betrifft, was die Gefühle betrifft. Und da haben wir nämlich die Wende zum Guten. Also hier aus dieser Enttäuschung, in der du vielleicht gerade drin steckst, diese tiefen Sorgen werden aufgelöst. Ich habe dieses plötzliche Ereignis, diesen großen Erfolg bei dir liegen, ne? Was vielleicht langsam wächst und wo du dich mit so Kleinkram zufrieden gegeben hast, braucht es nicht. Und jetzt kommt das Große mal auf dich zu. Finanziell, dass du auch eine Nachricht bekommst, dass sich ja auch was tut, dass da eine Veränderung stattfindet, ne? Vielleicht nicht ganz so, wie du es dir erhofft und erwünscht hast, ne? Vielleicht der Betrag, dass da ein bisschen was abgezogen wurde. Und ich habe hier aber auch so ein bisschen die Planung von einer Urlaubsreise, ne? Planung von einer Urlaubsreise. Und da bist du aber noch ein bisschen so misstrauisch gestimmt, sollst du oder sollst du nicht? Denn ein bisschen hapert es vielleicht auch gerade so in dem Bereich, was deine Arbeit nämlich auch betrifft, ne? Vielleicht, dass du keinen Urlaub bekommst oder dass es nicht so ganz funktioniert, so ein bisschen diese Zweifel. Ne? Wie gesagt, mit der Arbeit, wir haben jetzt ja auch, wenn es um einen Arbeitskollegen, um eine Arbeitskollegin geht, habe ich ja auch ein bisschen diesen Neid, Eifersucht von deinem Vorankommen, von deinem Weiterkommen, wenn es hier zum Beispiel um die Lohnerhöhung oder um die Beförderung geht. Einfach aber nur diese Anerkennung, wörtlich gesprochen. Ich habe komplett einen Wandel, einen Neubeginn, aber lass dich bitte nichts und niemand für naiv verkaufen. Sorgen und Enttäuschung, ja, wird auch aufgelöst, denn es geht hier in die tiefe Liebe rein. Liebe ist auch ein ganz, ganz großes Thema und wir haben hier auch, ja, wundervoll einen Herzensmenschen mit dabei liegen. Egal, ob du in einer Beziehung bist oder auch nicht, wenn es nur um einen Wunschpartner geht, sehe ich auch deinen Wunschpartner, der wird hier aktiv und wird auf dich zukommen, weil ich die Bewegung habe. Langsam Bewegung, ja. Und da kann es schon so den Eindruck machen, dass er dich vielleicht irgendwo versucht abzupassen. Na? Also vielleicht beim Einkaufen, im Fitnessstudio, auf der Arbeit, irgendwo so dieses, ja, weil ich dieses Beobachten da auch von deinem Gegenüber ein bisschen hier liegen habe. Aber wenn du deinen Gegenüber siehst, wird es dich auch total überraschen, weil du ganz urplötzlich ein Kompliment bekommst. Wo du denkst, wow, hat mir vielleicht noch nie weiter ein Kompliment gemacht. Du wirst ein Kompliment von deinem Gegenüber bekommen. Wie gesagt, ob es dein Partner ist oder dein Wunschpartner ist, sei jetzt mal dahergestellt, denn dein Gegenüber wird nämlich hier aus dem Rückzug wieder kommen. Auch wie gesagt, wenn du in einer Beziehung bist, kann es auch gut sein. Wird wieder aus dem Rückzug rausgehen. Wird die Verbindung zu dir wieder suchen, auch dein Herzensmensch. Und
Hier wird die Entscheidung definitiv getroffen, die Entscheidung fürs Herz. Ein bisschen pessimistisch wird vielleicht die Kommunikation auch noch sein, dass sie noch nicht so geschmeidig ist, wie du das vielleicht auch wünschst. Aber bleib im Optimismus, denn es kommt wirklich in die Balance, in die Harmonie, in die Ausgeglichenheit, geht es hier komplett rein. Also von daher schaut es richtig gut aus. Dann, was ich noch habe, ich habe die Öffentlichkeit hierbei noch mitliegen. Die Öffentlichkeit, die Verbindung. Da bitte auch so ein bisschen drauf schauen, dass du, wenn andere sich unterhalten, dass du diese Gespräche nicht zu sehr annimmst, ne? Weil ich ein bisschen dieses Belagernde für dich auch habe, diese Traurigkeit. Ich sehe dich ein bisschen dünnhäutig in dem Bereich, dass du dir, dass das, was du von anderen hörst, in der Öffentlichkeit, im Draußen, können jetzt aber auch die Nachrichten sein, dass du hier gerade so ein bisschen dünnhäutig bist und dir das sehr zu Herzen nimmst. Meine Lieben, ihr könnt es nicht ändern, ne? Ihr könnt nur euch selbst immer ändern, aber ich sehe ein bisschen dieses, dass du dich sehr reinziehen lässt in diesen negativen Sog. Dieses Dünnhäutige habe ich ein bisschen sehr stark bei dir liegen. Und da bitte schütz dich selbst, block da einfach ab. Und wenn du irgendwas von draußen hörst, von Arbeitskollegen oder jemand will dir da irgendwie sein Leid klagen und dieses sich beschweren und dieses boah, ne, dann denk dir einfach la 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 la, ne? Sing da gedanklich irgendein Lied oder irgendwas oder denk, okay, jetzt wollte ich noch in den Supermarkt gehen, was kaufe ich denn? Was koche ich denn heute Abend, ne? Mach einfach sowas. Lenk dich bitte ab, weil ich dich nämlich dann schon sehe, dass ein bisschen die Gefahr besteht, dass du dich in diese Schwere, in diese Tiefe mit reinziehen lässt, ne? Und das wollen wir doch alle nicht. Mal schau mal, was hier alles wirklich Wunderschönes für dich parat steht. Denn somit sehe ich auch wieder, dass du ein bisschen blockst, dieses Abblocken. Ne? Braucht es, wie gesagt, überhaupt nicht. Schaut wunderschön aus. Also, ich sage jetzt mal hier, ich kann dazu nichts Negatives sagen. Wie gesagt, dein Kind habe ich auch, ja, wie gesagt, so ein bisschen diese Sorgen und diese Enttäuschung wird sich aber auch auflösen. Ne? Ich habe diese Traurigkeit, vielleicht geht es aber auch um einen Urlaub oder um eine Reise, die dann doch nicht so stattfindet, wie du es vielleicht auch geplant hast oder ja, was dein Kind hier vielleicht auch möchte. Es kann aber auch sein, dass dein Kind schon älter ist, verreist, weil ich den Abstand so ein bisschen zu deinem Kind auch habe, ne? Wo du sagst, oh mein Gott, nein, 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 das darf doch nicht sein. Und es steht vor, das dauert vielleicht noch ein bisschen, die Reise vor der, also da bereit steht, ne? Aber du, sehe ich, du bist jetzt schon mit den Nerven am Ende, ne? Wo du sagst, oh mein Gott, ne? Kann es sein, dieser Abstand, diese Distanz auch vielleicht, dass dein Kind mit den Eltern oder dem Vater oder irgendwie oder mit anderen einfach verreist oder irgendwie, dass da so ein bisschen eine Zeit lang ein bisschen diese Distanz auch ist, wo ihr euch vielleicht dann nicht so wirklich seht. Und da sagst du, das geht dir sehr, sehr, sehr ans Gemüt, das geht dir sehr ans Herz, weil ich diese Tränen sehr stark bei dir sehe. Ne? Aber ich habe auch wiederum diese Glücksgefühle für dich. Dieses Wunderschöne, dein Kind wirst du wiedersehen. Na, ihr werdet auch weiter Kontakt haben, ihr werdet auch weiter schreiben. Und die Lösung steht parat. Wenn es deinem Kind ein bisschen gerade nicht so gut geht, weil es eine Enttäuschung erlebt hat, sehe ich auch, du hast die Lösung parat und du weißt hier, was du tun kannst. Und da bist du für dein Kind, du gibst den Halt. Und dein Kind wird auch den Halt annehmen. Wenn es vielleicht mal so eine Zeit war, wo es ein bisschen sehr misstrauisch war und vielleicht im Teenie-Alter mal so in diesen Rückzug, in diese Distanz gegangen ist, sehe ich, löst sich das wieder auf, denn das Gleichgewicht kommt wieder rein, die Verbindung findet wieder statt. Ne? Und die Verbindung auch zwischen deinem Partner, Wunschpartner und auch wenn du jemanden kennenlernst, wird dich diese Person ansprechen. Da ist aber so ein Hinweis für dich. Weil dich habe ich hier so ein bisschen so dieses fast wie überfordert, reagierst gar nicht drauf oder sagst nur Danke, drehst dich um und gehst, ne? Dass du gleich in den Rückzug wieder gehst. Wenn du von draußen irgendwo angesprochen wirst von einer Person. Hier heißt es, geh doch auf die Person zu. Wie gesagt, das ist ein kleiner Hinweis für dich. Wenn du kurz davor bist, du sagst zwar Danke und willst dich eigentlich schon umdrehen, bleib doch einfach stehen und geh in die Kommunikation. Wenn dieser Mensch möchte mit dir in die Kommunikation gehen, möchte sich mit dir unterhalten. Kann auch sein, dass er dich dann gleich vielleicht irgendwo mit einlädt, ne? Oder dass ihr die Telefonnummern austauscht. Kommunikation mit deinem Herzensmenschen, Wunschpartner, sehe ich auf jeden Fall auch. Die Kommunikation wird stattfinden. Ich weiß, es liegt immer, immer, immer wieder da, die Kommunikation. Aber da greift bitte das, dass ihr euch dieses Puzzleteil rausnehmt
was ihr, wenn ihr zu sehr am Zweifel vielleicht seid oder dieses Misstrauen, ne? Und zu diesem vielleicht auch zu sehr Aufmerksamkeit dem gibt, was ihr schon mal erlebt habt, je nachdem. Es kommt auch was, aber hier sehe ich eigentlich eher, dass du deinem Gegenüber schreibst, ne? Dass du dich bei ihm meldest. Da ist irgendwas, siehst du vielleicht irgendwas oder hörst irgendwas und dann macht's Pling und du denkst an ihn und sagst, oh mein Gott, das ist wichtig für ihn, das schreibe ich jetzt, ne? Kleiner Hinweis an dich, halt dich kurz in deiner Nachricht, ne? Also hier dieses Kurzhalten, weil ich habe deinem Gegenüber gerade in der Energie nicht so aufnahmefähig wie. Ne? Kann sein, dass es dann eine Zeit lang dauert, bis er oder sie dir antwortet, wird er beantworten und dann geht das Ganze wieder in den Flow hinein. Ne? So, meine Lieben. Und jetzt schauen wir nämlich noch, was wir aus dem Kippertarot bekommen. So, wisst ihr, was ich ganz toll finde? Ich sollte es mir vielleicht mal herlegen. Ne? Okay. So, da sind sie. Und da schauen wir doch mal. So. Was haben wir denn da? Ach, meine Lieben, traumhaft. Großes Glück. Mega. Zugewinn. Wir haben den Zugewinn. Was haben wir hier? Zugewinn. Finanziell, vor allem Zugewinn auch in dem Gleichgewicht, in der Balance für dich selbst. Das ist auch ein Zugewinn für dich. Die Heilung in deiner Situation. Auch gesundheitlich für dich. Na? Also wunderschön. Und hier heißt es auch, geh in den Genuss, genieße. Genieße dich, genieße das jetzt. Gönne dir auch was. Also geh zum Beispiel einkaufen und denk dir, kauf dir mal, leiste dir irgendwas, ne? Koch dir mal irgendwas, wo du denkst, oh mein Gott, nein, vielleicht für mich alleine, nein, ne? Mach es, weil du hast es verdient, du bist es wert. Gönne dir was, mach dir selbst ein Geschenk. Es werden wundervoll schöne Chancen dir gegeben. Was haben wir denn hier auch mit der Chance in der Kommunikation? Aber hier möchte ich dazu sagen, bitte, 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 ne? Hört auf euch selbst. Geht in eure Intuition, also sagt nicht, nee, Moment, in den Karten lag, ich soll mich da jetzt bei ihm melden, das ist alles richtig. Ne? Wir sind im Kollektiv, muss ich leider mit dazu sagen. Okay, bitte macht es da nicht abhängig davon, sondern spürt immer in euch selbst hinein. Hier sehe ich auch im Finanziellen, du wirst eine Glückssträhne im Finanziellen haben, eine Glückssträhne im Allgemeinen. Na? Die werden Vorteile, Chancen gegeben, Vorteile im beruflichen Bereich, neue Chancen auch, auch wenn die eine Urlaubsreise vielleicht nicht klappt, wo du denkst, oh mein Gott, nein, die nächste kommt garantiert. Na? Also es ist noch nicht vorbei, genauso wie es mit deinem Herzensmenschen noch nicht vorbeigeht. Und glaube daran, vertraue, du hast hier die Glückssträhne, du bist im Vorteil. Mach dich nicht selbst klein, ganz wichtig. Das schaut wunderschön aus, meine Lieben. Also das größte Glück. Wir haben ja alles mit dabei, ne? Also greife die, ups, ich klebe wieder, ups, fest. Greife die Glückssträhne, die du hast, ne? Und ja, zum Beispiel, wenn du jetzt mal draußen auch unterwegs bist, du findest hier vielleicht irgendwie einen Euro oder einen 5-Euro-Schein oder irgendwas, ne? Oder dass dir irgendwie was geschenkt wird, ne? Dann nimm das auch und ja, zum Beispiel, wenn du einen Euro findest, ne? Entweder du sparst den oder du sagst einfach, okay, von dem Euro kaufe ich mir jetzt vielleicht ein Los oder keine Ahnung, wie viel das Los kostet. Oder du kaufst jetzt irgendwo in einem Supermarkt irgendwas. Ne? Gibt es ja auch zur heutigen Zeit zwar schwieriger, aber wir finden auch noch was für einen Euro. Ne? Oder einfach, ob es ein Schokoriegel oder irgendwas ist, wo du sagst, oh mein Gott, kaufe ich mir sonst nicht und nein, und ich muss darauf achten, Gesundheit und so weiter. Ne? Gönn es dir einfach mal, okay? Fühlt euch ganz lieb umarmt und ich wünsche euch einen wunder, wunder, wundervoll schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben!